Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Erlesmens, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen... Ja, heute, wie gesagt, wie schon am Samstag gesehen, geht es ans Häckseln. Philipp hat sich jetzt hier schon sein 8130 geschnappt mit dem wunderschönen neuen Brandner-Anhänger, den wir in der letzten Folge gekauft haben. Zusätzlich haben wir noch Geld von der BA gekriegt, weil wir es 165.000 hatten vorher, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil ihr seht da schon, ich habe eine Halle platziert. Ich blende jetzt kurz das Screenshot ein, dass wir das Geld auch wirklich von der BA gekriegt haben. So, ja, ich habe hier nochmal eine Halle platziert aus dem ganz einfachen Grund, wir hatten ja ein bisschen Platzprobleme teilweise. Hier hat jetzt unser neuer Düngestreuerplatz gefunden, der 80er, der B-Trag und der 130er, stehen jetzt da drinnen. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde sogar sagen, dass man dein 130er hier raus tut. Den kleinen 80er. Was? Nein. Den 80er hier hinten ins Eck rein, den dann hier drüben her und hier dann ins Güllefass her. Ich glaube, das passt nicht rein. Weiß ich nicht. Das passt nicht rein. Warum ist die auf? Ich weiß nicht. Ich habe mich auch schon gefragt. Aber es sieht nicht schlecht aus. Wir haben, wie gesagt, als Häcksel gespannt haben wir ja, wie beim letzten Mal auch schon, unser 81 Turbo, natürlich wieder ausgeliehen. Diesmal aber einen passenden Häcksler hinten dran, es ist eigentlich Mengele, aber es ist, das steht zwar drauf, Camper Champion 3000. Es ist ein Mengele. Ja, es ist ein Mengele. Wir einigen uns alle einfach auf Mengele, okay? Ja. Einfach nur die Farben mal gucken, dann ist alles okay. Ja. Ja. 3 Meter ist dann, wo wärst du noch? Ich will den hier raufschieben, damit es geil ausschaut. Aber ich komme nicht hoch, weil jedes Mal, wenn ich auf Bremse gehe, stirbt er mal ab. Dann gehe ich wieder runter und rutscht wieder runter. Ich höre es. Ganz kritische Situation. Doch, jetzt steht er! Ja, wir können eigentlich schon losfahren. Wieso ist der Blinker? Egal. Ach nee. So hört sich das an, wie wenn ich den Blinker anmache. Was? Schon immer, wenn ich in Gang schalte, hört sich einfach an, wie wenn ich einen Blinker anmache. Egal. Ja, das ist schon immer so. Das werden wir gerade. Nicht gewusst? Ja, so richtig aufgefallen ist mir das jetzt gerade schier. Egal. Lol, echt. Ja, ja. Ja, wie gesagt, der Boden ist ja auch ein bisschen anders geworden. Hier hinten kommt vielleicht wahrscheinlich noch eine Halle hinter, wo jetzt die Ballen stehen, aber ist noch nicht ganz finide. Final. Mhm. So, wir fahren jetzt erstmal los. Ich fällt das in Reif. Wir haben einen neuen Tag, sehe ich auch schon. So, ab geht's, Bubi. Schon dumm leuchtet der Orden und dann geht die Sache auch. Hauptsache, die Stange ist breiter als wie das Ganze gespannt, aber egal. Das muss, hab ich gehört. So, wir können auch Radio. So. Ich bin unterwegs. Ich auch. Da passt's. Ich würde mal sagen, wir fangen gleich hier bei der 2 an. Oh ne, die 3 ist. Die ist. So, fahren wir mal rein hier. Ah. Gibt das jetzt mit einem Helfer? Ne, müssen wir erstmal noch ausprobieren. Die erste Bahn machen wir sowieso so. Also fahr ich. Machen wir ein anderes Ding. Also, och man, sag halt gleich welches Feld du willst. Ja, wie doch gesagt, die 4. Nee, hast du nicht. Doch, haben alle Leute in der Aufnahme gehört. Lass mich umdrehen vorher. Ja, ich muss da sowieso ein Stück reden. Ich glaube, ich habe einen Zahn mitgenommen. Naja. Vor allem die Stange ist der Brenner, ist das Ganze gespannt. Jo mei. Es geht nichts in den Hänger. Also wie weit muss denn da weg sein? Ja, vorhin ist was reingegangen. Ja nee, es geht aber nichts rein. Ich weiß auch nicht. Ah, du musst weiter vorne, glaube ich, sein. Ja, du musst weiter vorne fahren. Hier. Nee. Aber ist abgestorben. Nee, der mag dich. Also ich habe jetzt was drin. Ich habe 43 Liter drin, aber der mag ich nicht mehr. Ja, fahr mal weiter vorne. Oder auf der Straße oder so.
Nee, hier kommt nichts rein. Ist natürlich nicht ganz so optimal. Sagst du, wie viel ist das? Scheiße. Bin ich direkt hinter dir fahren? Nee, so weit kann er gar nicht drehen. Glaube ich. Oder? Nee. Warte, dann war ich schräg hinter dir. War ich direkt neben dir, damit ja der Hänger da bei der Länge. Ah, jetzt hat er dich. Jetzt fahren wir zu. Aber ich hab nichts bekommen. Jetzt hat. Fahren wir zu. Nee. Bekomm nichts rein. Nee, ich sehe schon. Oh, wieso? Jetzt geht immer wieder was rein. Ja, hey, wenn wieder kommt einfach was, aber dann wieder nicht. Hat der Händler was Kaputtes gegeben? Nee? Ja. Machen wir doch den schon die Häckler. Ja, oder? Fahren wir einfach weiter auf die Straßen auf. Ich stell die weiter weg. Kommt ein Auto. Ich glaube, du musst einfach weiter weg sein. Ja, weiter weg kann jetzt nicht. War zu? Hatte jemand eine Führung geschickt? Alter. Bro, was ist dein Problem, Alter? Ja, jetzt hupen, oder? Wieso hab ich keinen Zugang? Ja, jetzt fahrst du! Haben wir für den Johnny Heckler auch... Jetzt kommt dein LKW. Jetzt geht's! Jetzt geht. Du musst einfach aber weiter weg. Geht. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Also. Was macht der Helfer? Fahr doch! Alter. Der Helfer hebt auf. Ja, ich weiß, der Helfer macht nichts. Der kann nicht fahren, der Junge. Nee, ich bekomm nichts mehr. Ja, es ist sowieso Bahnende. Ja, aber... Ich glaube, ich habe den Überstil verloren jetzt. Okay, nach einer längeren Zeit hat es jetzt doch funktioniert. Es geht jetzt. Man muss ja genau an diese Position stehen. Erstmal ein Schlückchen Mühe nehmen wir hier. Hauptsache, jetzt magst du meinen Hänger voll. Ja, ich muss mal testen, das geht. Du kannst jetzt gerne fahren. Ich glaube, das Gewicht ist minimal zu leicht für hinten. Nein, unser guter Hafer! Alter, der jetzt schafft er auch! Rest in peace. So ein A. Ich hole jetzt mal kurz mein Steuer ran. Da ist er. Ne, warte mal, hier ist auch noch irgendwas. Alter, drehen, große Gruppe umdrehen am Hang. So, heil nein. Das war ein Krampf, Leute. Das waren jetzt glaube ich gerade 15 Minuten, wo wir jetzt runter haben, bis jetzt irgendwie irgendwie funktioniert hat. Dann war es jetzt so gerade gescheitert, weil sich jetzt auch handelt. Ja, ist, ja. Schwierig. Ja, wir werden jetzt die ersten paar Folgen jetzt so aufnehmen halt im Prinzip. Jetzt geht's ganz normal. Ja, keine Ahnung, das war immer irgendwie stuf. I don't know. Wahrscheinlich irgendwie verpackt. Nee, das Rom muss ein wenig hinterstehen. Ja, das... Ja, ein Stück, ein Stück. Ja, so gut. Ich weiß.
Die Frage ist halt, kommt das Rohr bei uns am Ding hoch? Hoch genug? Probier mal daraus. Ich glaube aber schon, dass das geht. Hoffe ich mal. Sonst muss ich. Müssen wir halt mit dem Bürger fahren. So. Ja, mit die Hänger. Also ich habe jetzt hier wo muss ich denn da hin? Was sind wir denn da? Ich bin noch nicht voll! Mach mich voll! Getreidemühle, okay. Also wo es immer hin muss. Ja, auf Touren. Jetzt schalten wir. Aber. Jetzt sind wir in Schwung. Jetzt darf man nicht mehr ausgebremst werden, weil sonst ist es vorbei. Jetzt liegt da auch. Egal. Kommt da was? Ja, aber das geht noch. Schwung raus hier. Was hast du eigentlich? Habt ihr mal wieder Farmmanager geben? Okay. Aber es lübt, das ist ein anfängliches Problem, aber keine Ahnung. Nee, es lübt immer noch nicht. Nee, da? Ja, da bist du fast voll. 93%. Ja, ich will aber wenn dann voll fahren. Wer gibt's nicht? Ja, ja, das ist natürlich. Eine Möglichkeit, naja. Was leer fahrt, nee. Leer ist keine Option. Okay. Jetzt fahr doch! Alter, ich ramme den jetzt gleich so weg, ich hab's gerade. Ich glaub, der braucht da ein größeres Gewicht hinten dran. Junge! Alter. Aber wo ist Bahnende oder mittendrin? Mittendrin. Ja, den blöden Hang. Mach mal Frustzerstörung, also ich fahr auf die andere Seite. Ja, warte, ich lade mal das kurz ab hier. Also man braucht hier mindestens zwei Bahnen. Hast du? Warte. Was sind denn nochmal? Da. Hast du? Ja. Oh ja, macht 1000 gemacht. Das ist auch schön. So, wo muss der Drescher noch hin? Wo sind denn deine? 17, Alter. 15, 14. Oh ja, das ist Junge, jetzt habe ich dann echt keinen Bock mehr, ne? Ah, da ist Geld. Jetzt fahr du, jetzt steh auf! Mal ganz kurz Drescher ran. Da ist er. Alter. Ich werde mit dem nicht wahr. Ja, wahrscheinlich braucht er einfach seine Bahn, bis er warm ist oder keine Ahnung. Jetzt fahr doch! Alter. Fahre ich nochmal auf der anderen Seite rüber. Ansonsten lass mich nochmal kurz einsteigen. Ah ja, das war vorher bei der Stelle, was vorher auch schon so, weil es da irgendwie uneben ist. Ja, weil es hier rüben, nach drüben runter geht. Mhm. Alter! Hast du die andere Seite schon mal ausprobiert? Nee, weißt du? Ja, nee, weiß ich nicht. Darum habe ich ja gesagt, soll ich ja Frustzerstörung ausmachen. Ja, nochmal zurück. Oh. Oh, jetzt war's aber.
ist er gefahren? Nee. Nee, nicht wirklich. Alter, steig du eigentlich täglich. Jetzt geht er aus. Ey, ich hab ihn nur kurz rausgegangen, weil ich hier die Dinge umfahre. Ja, nee, auf der anderen Seite mal probieren. Weil es da jetzt nur so schräg ist. Steig du ein, ich check das nicht. Was mir gerade auffällt. Der Steyr hat einen hydraulischen Oberlenker. Hat aber keine Anschlüsse. Egal. Ja, gehen wir ganz kurz rein und fahren mal ein Stück, dass der Hänger wieder groß steht. Ja, und jetzt wieder Helfer rein. Scheiß drauf, ich fahr friedend voll. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ja, okay, dann ich probier's auch mal mit meinem Steuer kurz aus. Ich fahr ab jetzt hier, das wird mir zu blöd. Schwierig. Ja, das war natürlich so nicht geplant, ne? So, schau mal ganz kurz in den Ladewagen. Aber doch, ich glaub, das könnte gehen. Mit Glück. Sollen wir bei uns ins Silo rein oder bei der BGA? Ja, ich würde sagen bei der BGA. Ja, bei uns macht es eigentlich wenig Sinn. Vielleicht verträgt sich das gespannt besser. Also bei mir macht das ohne Probleme, ne? Vielleicht liegt's am Anhänger. Ich bin jetzt rangefahren, der fährt ohne Probleme. Egal wie du dran stehst. Warte. Egal wie ich dran stehe. Ob ich vor ihm fahre, hinter ihm. Der fährt eins, aber ganz normal, das liegt einfach am Anhänger, glaube ich. Alles klar. Ja, dann nehme ich den Ladewagen vom Händler. Ja. Es wäre schön, aber ich fahre aber trotzdem mit dem Kleinen. Ja, es wäre eine Variante. Aber jetzt können wir Ding wieder anmachen. Ich könnte theoretisch auch mit meinem Großen fahren, aber nee. Nee, muss nein, nicht rammen. Aua. Ich habe mich voll weggerammt, ne? Oder ich nehme den Stein, der wurde vorhängt bei dem Ladewagen. Aber ich glaube, wir müssen ihm nochmal ein besseres Gewicht geben. Aber. Okay, er kommt an die Bahn ran, das ist die Hauptsache. Ja. Hör ich ihm mal ins Mitbringt dann. Das ist wieder Gewicht. Alter, bei der BGA schaut aus, ey. Ja, ja. Ich glaube, ich brauche dann auch mein kleines Gewicht. Weil.
Der steinigst voll der Jigs. Na, jetzt gibt's. Naja, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich mal den neuen Gegner. Wäre gut gewesen, wenn wir mit dem Brandner fahren hätten können. Also ich habe jetzt schon 20% drin, ne? Und ich bin nur die restliche Bahn gefahren vorhin. Da geht Zeug runter, das glaubst du nicht. Ja, ist ja voll gedüngt und alles. Ja, und es ist die... wie viel Wachstumsstufe gibt es für Mais? Ne, es gibt bei der vorletzten Wachstum... Insgesamt gibt es 8 Axt. 8. Also ist jetzt bei der 6. oder 5. Bei der 4. gibt es am meisten. Oder aber bei der 4. ist irgendwie sowas, ja. Also kurz bevor er erntereif wird. Aber es lübt schon mal, ist die Hauptsache. Mit wie viel kmh fahren wir durch Silo? Boah, was hat man denn da immer? Glaubst du 7,5, ne? 7,5 glaube ich sind wir gefahren. Mit dem Gang. Ja, gleich die Gruppe, größter Gang halt. Ja. Aber sollen wir dem Vorgewende geben, dass er nicht immer durch den Hafen fährt? Ah, warte, ich geh schon. Okay. Bro, wo fährst du hin? Nee, nicht zurück. Einfach wenden. Ja. Wo will er denn hin? Bro, warte. Du fährst jetzt nirgendwo rechts rein, ich sag's dir. Jetzt bestehe ich schon gleich mal ganz hinten, dann fahr ich ganz hinter. Ich hab meine Mühe, ist alles gut. Auf geht's zum Händler Hänger holt. Ja, da fährt er echt zurück. Na ja. War der wirklich den ganzen Weg rückwärts zurück? Ja. Alter. Ist schon fast angekommen. Aha. Könnte ich kotzen. Ich weiß nicht, wieso er das macht. Oh, Heizug. Was ist der schon wieder da? Bei der BGA schon. Also wir fahren mit 10 km rückwärts. Ich fahre konstante 10 mit Pedal. Aber warte, ich muss vorher noch drehen, ich fahre nicht die ganze Ding rückwärts. Nein, nicht da wenden, ich sag's dir. Kommt da ja wieder raus. Das ist deine Mission. Nee, wir machen das nicht so. Ach. So. Er ist schon wieder raus hier. Wir müssen doch, glaube ich, vorgewinnen machen, sonst kackt er hier ab, weil er weiß schon nicht, wie, wo. Alter, der Stein ist so geil. Der vom Händler. Wie ist das ganze Board, der Stein ist so geil und so. Der vom Händler. Oh, nicht schön. Nein, nicht so weit drehen. So, wieder rein hier. Alter, der ist so ein geiles Sound. Helfer. Oh, nee, er hat gerade geflogen. Ah, nein. So. So, Juli, bin da. Können wir wieder. Tätschst du mich? Nee. Immer noch mal wegen Zucker. Jetzt hat. Jetzt fährt er. Nein, warte. Oh, jetzt lässt er was stehen. Hallo, stopp. Nicht so. Ei.
Oh Gott. Der braucht echt ein Gewicht, sonst haut er nur ab hier. Ich komme schon. So, Jens. Kritisch. Ey. Dann fahre ich dir halt um die Strecke vor. Wow machen. So, und jetzt fahr. Und nochmal einsteigen. Oder Bauer fährt. Er häckselt zwar ein bisschen Blut rein, jetzt hat. Keine Ahnung mal hier. Nein, jetzt fahrst du da auch lang. Überholt. Was ist ein Auto? Ja, den Hänger machen wir heute noch voll. Wird die Folge halt ein bisschen länger, aber. Ich komme mit der Tonne. Wunderbar. Das war der Hänger. RIP. Hänger abgehängt statt Stange. Yeah. Perfekt. Alter, der kleine Stern, der wird so geprügelt. Achso, du hast ja den kleinen da vorne dran, ne? Alter. Hallo? Ich werde den auch nicht wechseln, ne? Oh, jetzt hat... Ja, du. Hallo. Er wendet. Jawohl, er dreht. Naja, in unserem... In unserem Hafen, aber da kannst du halt nichts machen. Oh, ich höre die Tonne dich. Ist da. Oh. Oh, Alter, wie close. Ich hab's gesehen, ich fahr ein Stück vor. Großer Gang wird nix. Nein, falsches Teil. Oh Gott, das war eine blöde Idee. Das vorne abhängen. Dann rückwärts fahren. Häng ab. Dann hinten abhängen. Dann die Tonne anhängen und hoffentlich vorne nicht in die Luft gehen. Ach wahr. So. Ne, geht. Dann hängen wir da vorne nochmal an. Ja. Machen wir nochmal ein Stück zurück. Machen wir das wieder an. Alter, der schaut so üppig aus. Hä? Das, was wir hier veranstalten. Ja, ja. Was ich hier veranstalte. Wo ist jetzt mein Gewicht? Das steht da irgendwo normalerweise im, im Ding drin. Im Hafer. Also vorne steht's. Oh, stimmt. Ich bin gleich voll. 99. Ja, ich komm schon. Voll. Aber liebe Leute, wir sind auch mit der heutigen Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kannst auch keinen Cent unten in den roten Knopf draufwerfen. Falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, dann werdet ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im Wrestling Snap in DLC zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Nee, der mag wieder nicht. Alter!